Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout 4. Wir sind hier bei der Wayroad, nachdem wir vor dem Trail letzte Woche gefolgt sind. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Verzeih bitte den Empfang. Wenn man mit dem Institut Tango tanzt, muss man vorsichtig sein, wenn neue Partner das Parkett betreten. Ja. Müsst ihr wirklich so übervorsichtig sein? War nicht wirklich das, was ich eine herzliche Begrüßung nennen würde. Die Vorsichtsmaßnahmen sind nötig. In unserer Branche ist man erledigt, sobald man seinen Gegner unterschätzt. Aber jetzt ist alles gut. Ich habe für dich gebürgt, niemand wurde erschossen. Trotzdem wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns nicht an das Institut verrätst. Danke. Also, verrat es mir. Warum hast du für mich gebürgt? Ich habe eine Menge über dich gehört. Genug, um dir eine Chance zu geben. Des möchte, dass ich einen Touristen aus dir mache. So nennen wir Leute, die hier und da aushelfen. Was für eine Verschwendung. Ich sage es ganz einfach frei heraus. Die Railroad braucht dich. Mhm. Bin ganz Ohr. Ich habe da einen Auftrag. Zu groß für mich, perfekt für uns beide. Du hilfst mir, alle sind begeistert und Des lädt dich in unsere Schar ein. Wenn du dann einmal ein Problem hast und Hilfe brauchst, sind deine Freunde von der Railroad für dich da. Und warum geht's da? Was für ein Job ist das? Aktuell kann ich dir nur sagen, dass es eine wilde und gefährliche Reise werden wird. Das ist für jemanden wie dich aber wohl nichts Besonderes. Na dann. Gut, dann bin ich dabei. Perfekto. Treffen wir uns am alten Freeway vor Lexington. Dort erzähle ich dir genaueres. Ja. Und wen haben wir denn sonst so? Desdemona. Komm wieder her, wenn du dich mit uns treffen musst. Wir erwarten dich dann schon. Mhm. Du hast beim Reinkommen nichts Verdächtiges gesehen, oder? Du hast beim Reinkommen Ach so. Nichts Verdächtiges gesehen, Entschuldigung. Oder? Ich hab gesehen, was du auf dem Weg gemacht hast. Nicht schlecht. Also für einen Menschen. Für einen Menschen? Wie meinst du das? Du bist ein in der Wildnis geborenes Modell 1.0 und dafür nicht schlecht. Nicht in derselben Liga, wie wir es sind. Aber ist ja nicht dein Fehler. Wie jetzt? Warte mal, du bist ein Synth? In voller synthetischer Pracht. Und bevor du fragst, diese ganzen Gerüchte, die es gibt, sind absoluter Müll. Ich bin so echt wie jede andere Frau auch. Der einzige Unterschied ist nur, dass man bei deiner Produktion bestimmt viel mehr Spaß hatte. Das ist gerade ein echt schlechter Zeitpunkt. Wir erholen uns noch von etwas, das ich dir nicht sagen kann. Uns fehlt ein Mann. Und wenn es stimmt, was Deacon über dich erzählt hat, hätte ich dich gerne in unserem Team. Mhm, ja dann. Ich bin interessiert. Super. Ich glaube, du passt gut rein. Des hat zwar gesagt, wir hätten keinen Platz, aber sprich mit Deacon. Der hat bestimmt eigene Interessen, wie immer. Aha, interessant und beunruhigend zugleich. Hey! Und darf ich nicht gar nicht erwarten, von hier zu verschwinden. Gruseliger Ort. Geht sie gar nicht weiter? Komm wieder her, wenn du dich mit uns treffen musst. Wir erwarten dich. Ja, ja. Ach nein, warte. Was ist das denn? Aha. Ich muss ja wieder durch. Ach nee. Ach Leute. Oh. Es ist nicht so schlimm wie beim Hinweg, aber es ist schlimm. Diese Kackkirche, ne? Schrecklich. So. Aber wir wollen ja jetzt nicht direkt mit der Hauptstory, weil man das wäre zu schnell dahin gerast.
Mensch. Leute, mach doch mal. Oh, das ist aber... So. Prinzipiell. Übrigens müsste dieses Ding hier eigentlich weitergehen. Eigentlich ist hier noch mehr vom Freedom Trail. Es gibt noch zwei, drei Punkte beim echten Freedom Trail, die weitergehen. Es ist dann irgendwie so ein Friedhof, glaube ich, und noch was, wo ich mir jetzt gerade nicht so sicher bin. Ja, Oberschenkel habe ich immer dabei, sonst. So, Good Neighbor. Gerade nach Good Neighbor. Ich habe, glaube ich, Sachen dabei. Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, aber ich glaube, ich habe Sachen dabei. Die ich verkaufen muss, um Geld zu gewinnen, was ich nicht ausgebe. Es ist immer wieder super. Schleppst ja einiges mit dir um. Hey, Clio, kauf lieber was davon an Daisy, bevor es dir geklaut. Dann lass mal sehen, was du so hast. Kauf gleich mir. Okay. So, Jagdgewehr, Schlüsselgranate. Okay, eigentlich. Dann habe ich anscheinend schon vorher verkauft. Okay, gut. Hat Piper vielleicht? Ach guck mal, ja, Piper hat schon mehr. Das ist schon eine andere Dimension. Yep. Rüstung ist nicht, ne? Ja. Das ist schon mehr. Ja. Mal sehen, was du so hast. Dann starten wir dich mal. So. Ja, das passt perfekt. Und dann noch die hier. Hey, Daisy. Bedeutet mir echt viel, dass ja. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Denk daran, keine Übergabe, kein Umtausch und keine Todesdrohungen. Aha, aha. Ist ja alles schön für dich. So. Weiter geht's. Was haben wir denn noch so? Wir haben sonstige Quests, natürlich. Ich mache erstmal das hier. Genau, die Sunshine. So. Ich habe mal kurz was getrunken, falls man es vielleicht gehört hat. Oh, manchmal ist der Hals einfach so trocken. Oh, wo sind die Gegner? Gar nicht, nirgendwo. Lass uns handeln. Hallo, ich bin froh, dass du hier bist. Wir haben ein paar Probleme mit Raidern gehabt. Mhm. Was für Probleme? Sie sind vor ein paar Tagen hier aufgetaucht. Es waren einfach zu viele. Wir mussten ihnen geben, was sie verlangt haben. Sie meinten, dass sie uns in Ruhe lassen, solange wir ihnen weiter Tribut zahlen. Immerhin wissen wir, wo sie sich verstecken. Hier, ich markiere die Stelle auf deiner Karte. Ja, dann. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Danke. Es ist echt sehr beruhigend, sich keine Sorgen mehr um sie machen zu müssen. Ja, das wird kein Problem sein, denke ich mal. Einsame Kapelle, was ist das denn? So. Ja, dann los geht's, ne? Na. Ich habe ja schließlich schon alles hier abgerissen. Was ist das denn? Wo steht da so ein Ding? Ach, das ist ein Mähdrescher, kann das sein? Ja, das ist ein Mähdrescher. Okay, das ergibt schon mehr Sinn. Ah, da unten. Das sieht auch schon so aus wie so eine typische. Raider-Siedlung. Mal gucken, ob ich da irgendwas so auf Anhieb sehe. Aber es scheint mir fast so.
als wirke das quasi ausgestorben. Hast du das gehört? Hä? Was zum? Oh Mann, hoffentlich sind es nicht wieder wilde Ghule. Naja. Was ist das? Bring es hinter uns, okay? Das funktioniert gerade nicht so, wie ich will. Ey! Wow! Einer mit fucking Power-Rüstung. Das ist gerade ein bisschen, ich sag mal so, solange er keine, Waffe dabei hat, ist der nicht so gefährlich. Echt? Ich schon 200 Mal. Und der Rüstung. Das ist ja lustig. Ja, dann setz die Brille auf. So, was? Echt? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir wären ja alleine. Manchmal ist Piper auch so ein bisschen, naja. Das denke ich mir auch. Wow. War das alles? Wo sind sie denn alle? Du lebst noch. Meine Fresse. Oh, hi. Ja, nice. Oh, jetzt habe ich... Naja, egal. Oh oh. Dein Schuhen möchte ich nicht stecken. Wieso? Das sind schöne Schuhe. Sieh an, ein echter Klassiker. Aua. Eieieiei. Ja, das war's. Auch mit der mutierten Person. Nicht verschwunden, tot. Der Hebel gewährt 150 Schadenresistenz beim Nachladen. Aha. Das ist ja interessant. Heute hast du dich mit den falschen Leuten angelegt. Das bringt dann der auch nicht mehr. So, warte, ja. Biometrische Scanner, Pipapo, alles, was das Herz begehrt, quasi. Sollen wir hier essen? Ist zwar nett, aber es gibt Dinge, die sind wichtiger. Ey. Ich habe ja auch schon gewundert, ich kann die doch wohl durchschießen, oder? Was sind denn das nochmal für Geräusche? Aua. Ey. Oh. Da fragt man sich echt, was das soll. Oh, was ist das denn? Vorratsempfangsterminal? Eine Memo betreff Verbesserung der Sicherheit. An alle Mitarbeiter des staatlichen Vorratslagers. Als Reaktion auf die aktuelle Ereignisse gelten für diese Einrichtung ab sofort verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Auf dem Gelände muss nun durchgehend ein Ausweis getragen werden. Zivilisten müssen eingeschleust werden und erhalten vorübergehende Ausweise. Dies gilt auch für Lieferanten und Fahrer, keine Ausnahmen. Es ist eine strikte Bestandsaufnahme des Nahrungsvorrats durchgeführt. Riskieren Sie nicht Ihre Stelle, indem Sie etwas entwenden. Ja, damit sind Sie gemeint. Mögliche Sicherheitsverletzung.
Dringend, sofortiges Handeln erforderlich. Eine Gruppe Zivilisten hat die Luke entdeckt, die in den alten Tunnel dieser Einlage führt. Eine einfache Überwachung dieses Zugangspunktes ist nicht mehr ausreichend. Es werden mindestens 3 Personen in diesem Punkt stationiert, bis wir eine bessere Möglichkeit finden, diesen Zugang zu sichern oder ihn vollständig abzuringeln. Außerdem möchte ich eine kleine Beschwerde über unsere Entscheidung hören, die dieses staatliche Vorratslager in diesem Tunnel zu errichten, oder welche Mühe es macht, sie im Nachhinein umzubauen. Die Entscheidung wurde innerhalb eines genehmigten Budgets getroffen und Ende. Wir kümmern uns um diesen Zugangspunkt und die Einrichtung weiter ihren Zweck erfüllen. Danke für Ihre Mitarbeit. Lieferung. Nächste geplante Lieferung, 13. Oktober. Turmsteuerung. Deaktivieren. Huch, halla. Scheinwerfersteuerung. Licht ausschalten. Das ist Lager. Interessant. Da gehe ich gleich mal rein. Da mag jemand keine Besucher. Ja, würde ich auch vermuten. Ich gehe. Oh, was ist das denn? Ach, guck mal. So, hier ist aber nicht mehr so viel Terminal. Das Ding kann ich nicht hacken. Okay. Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal doch mal hier rein. Naja, das ist mit 3 Leuten gesichert. Das waren die 3 Leute, die draußen standen höchstens. So, bei Vorzeigen erwarte ich immer, dass da 4 gleich drin ist. Echt? Sorry. Boah. Meinst du, wir sind jetzt in Sicherheit? Raus, kommt raus. Nimmer wiedersehen. Ja. Ja, total. Was haben wir denn hier? Oh, Meister. Sicher nicht. Schade. Aha. Blechdosen und so. Vielleicht gibt es ja irgendwo ein Passwort oder so. Kann ich mir gut vorstellen, dass das jemand hat. Oh, da ist Musik, die ich nicht abspielen darf. Ja, es ist eine Stahlglühbirne. Nur mal so, wenn ich hier schieße. Aha. Aber es verbessert die FPS. Wow! Was zum Teufel war das? Keine Ahnung. Leute? Wir sind hier nicht allein. Echt? Nee, ich dachte, das wären Einbildungen da hinten. Ich frage mich, ob das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Ja, klar. Immer. Wow. Hä? Was ist das? Aha. Cool. Oh, das war nur die Kiste. Ja, nee, ist klar. Ich brauche mehr Haarklammern, ganz im Ernst. Wie schön. Oh. Nett. Was?
Hilft bei der Verteidigung. Ja, dann eben nicht. Ich habe auch halt keine Lust, mich... Ne, das ist das Problem. Wie bei GTA San Andreas, wo ich mal drüber geredet habe. Ich halt die Lust, mich erst um andere Dinge zu kümmern. Und da möchte ich auch bitte nicht durchs Spiel irgendwie in irgendeiner Form eingeschränkt werden. Achso, hi. Ja. Hätte ich dir jetzt auch empfohlen. Aha. Geschafft. Ja, nett. So. Oh. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Was war das denn? Was ist eine Falle? Oh, hi. Was willst du denn tanzen? Cha-cha-cha, Salsa. Aua. Standard. Ja. Ja. Dann nimm eben meine ganzen Pistolen und Waffen und such's dir aus. Alles klar. Oh, scheiße, nein. Was für eine Verschwendung. Das war's dann wohl. Die eine verliert den Kopf, die andere stirbt einfach. Den Code kann ich nicht knacken. Mhm. Was ist das Blöde? Dose? Achso, das sind alles Kap... Ah, ich verstehe. Aber ist das einfach nur die andere Seite? Weil dann ist hier ja nicht so viel. Zumindest nicht so viel, wie man denkt. Oh, ein Expertenschloss. Scheiße. Ein bisschen weiter. Noch ein bisschen weiter. Aha. Das wär's. Ja, nehme ich mit. Pömpel bräunig. Denkst wohl, du könntest dich verstecken? Ja, irgendwie denke ich das schon. Oh, hi. Einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Was geht denn hier ab? Frage einfach nicht, ist es glaube ich besser, oder? Sowieso, okay, ist aber glaube ich schwer. Ist das denn überhaupt? Rett, Tourette. Ah, fick dich, Arschloch. Wow, diese Genauigkeit war over the top. Passwort zum staatlichen Vorratslager. Mhm. Interessant. Was war das? Ja. Dauerhaft, es leben die Printmedien. Alles klar. Interessant, interessant. Where? Okay. Mace könnte. Okay, es ist kein E am Ende. Hart könnte sein.
nichts. Aha. Also, Hardware. Hier wird es mit einem. Also, befürchte, denke ich, dass in der Mitte ein AR ist. Okay, das gibt es nicht. Oder ein HA? Gibt es den Begang AA? Nein. Aua, ist es dann nicht. Da wäre Pot. Fuse, okay. Okay, Feed oder Feed? Ja. 50-50 Chance. Beantown Bastard. Lily hat von ein paar von Toms Leuten geschnappt, als sie am Vordereingang rumgeschnüffelt haben. Wir haben sie verhört und es klang so, als käme diese reine Flüssigdiät in der Brauerei nicht so gut an. Aber Tom, der Turm, hat angeblich einen Plan, sich bei uns ins Lager vorzukämpfen und sich unser Essen zu schaffen. Sollen diese besoffenen Idioten nur kommen? Lily ist verschwunden. Lily ist verschwunden. Tom, der Turm und seine Jungs haben heute das Lager angegriffen und im Haus ist Lily verschwunden. Ich habe ein paar Leute losgeschickt, um sie zu suchen, aber ich befürchte das Schlimmste. Wenn Tom sie irgendwie in die Finger bekommen hat, werde ich dem Bastard das Herz rausreißen und es an die Wand nageln. Er hat sie. Der Dreckskerl. Tom, der Turm, hat Lily. Er lässt sie mir Briefe schreiben, in denen sie um Vorräte bittet. Sie meint, er wird sie in Stücke hacken, wenn ich nicht schicke. Ich habe versucht, ein paar Leute zusammenzutrommeln, um sie zu retten, aber sie haben es mir ausgeredet. Sie meinten, Tom würde sie töten, wenn wir sie angreifen. Aber wir müssen etwas unternehmen. Ich werde dem dummen Wichser erstmal sein Essen schicken. Aber vorher lasse ich unsere Köter draufpissen. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe noch einen Brief von Lily bekommen, aber irgendwas stimmt nicht. Sie nennt mich Red. Ich hasse diesen Namen, das weiß sie auch. Ich glaube, irgendwas ist passiert. Tom rekrutiert jede Menge Leute, jetzt, wo er unser Essen hat. Ich werde einen meiner Jungs durchschicken, der bei ihm einsteigt. Mal sehen, ob er herausfinden kann, was los ist. Keine Spur von Lily. Scheiße, scheiße, scheiße. Der Mann, den ich in die Beantown-Brauerei geschickt habe, meinte, dass Lily dort nirgends zu sehen ist. Tom muss sie irgendwo hingebracht haben. Ich habe eine Crew losgeschickt, um nach ihr zu suchen. Halt durch, Lily, wir kommen. Tom ist tot. Jemand hat Tom und seine Leute ausgeschaltet, aber von Lily fehlt immer noch jede Spur. Zum Glück wurde sie weggebracht, bevor diese Sache hier passiert ist. Wir finden dich, Schwester, wo auch immer du bist. Der Turm, die Steuerung ist jetzt unwichtig, wenn die Dinger eh alle kaputt sind. Okay, das ist der Ausgang, da möchte ich noch einmal... Ich habe ja jetzt den Passwort für das Lager. Das Passwort für das Lager, da kann ich mal gucken, ob da vielleicht doch irgendwas ist, was man gebrauchen könnte. So. Memo? Achso. Sicherheitszerstörung öffnen. So, das haben wir. Aha, aha, aha. Nichts Besonderes. Aluminium. Eine Nuka-Cola Quantum. Noch eine Quantum. Noch ein Aluminium. Aber irgendwie nicht so der Brüller. Also dafür hätte sich das jetzt nicht gelohnt. Ah, naja. Was soll's. Mit den anderen Sachen kriege ich auch schon wieder gut Geld. So. Man muss diese Hintereingänge einfach mal irgendwann finden immer. Das ist, glaube ich, wenn man von da aus reingeht, ist das natürlich immer besser. Weil die sind... Ja, guck mal, hier einsame Kappe. Obwohl, das hätte man sogar finden können. Warte mal. Ach doch, hier.
Ja, jetzt aber Kapelle war ja sogar bei mir eingezeichnet. So, jetzt mache ich aber einen Cut. Bis dann.